Ich rette Herzen. Ich helfe Herzen, stark zu bleiben. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen. Schön, meine Damen und Herren daheim, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. Natürlich auch die Damen und Herren bei uns im Studio. Guten Abend. Wie jeden Donnerstag, meine Damen und Herren, um diese Zeit haben wir versucht, für euch ein Potpourri von überraschenden und vielleicht sogar lehrreichen Geschichten jeweils immer unter einem Thema zusammenzusuchen. Das Motto vom heutigen Abend, das heisst «Nach Strich und Faden». Und nach Strich und Faden aus ihrem Leben erzählen die folgenden Gäste. Der Mann, der schaut den Tatsachen fadengerade in die Augen. Kaum jemand hat in seinem Leben so viel Auf und Abs durchgemacht wie er. Vom Aufstieg und Fall in 70 Jahren Asien. Und sie hat nach Strich und Faden überrascht und die ganze Nation begeistert. Vorab mit ihrer Leistung als Sprinterin, aber genauso mit ihrem Charme. Und der Mann, der sagt ganz undiplomatisch fadengerade, was er denkt, als erfolgreicher Diplomat notabene. Der Ex-Botschafter plaudert aus dem Fadenkörbchen. Ja, und meine Damen und Herren, natürlich hat schon die erste Gesprächspartnerin mit Fäden zu tun. Sie hat also nicht etwa ein Gestürm im Fadenkörbli, sondern sie weiss, bis sie Wetter schnell mit Fäden umzugehen. Sie ist nämlich die schnellste Häklerin der Schweiz. Aber sie ist nicht nur eine Schweizer Meisterin in diesem Fach, sondern auch noch eine Bronzemedaillengewinnerin an der Weltmeisterschaft beim Häkeln. Ja, und sie hat es nämlich fertig gebracht, in 8 Minuten oder noch etwas weniger, diesen Chapu fertig zu häkeln. Also, was für eine Masche da dahinter steht, das wollen wir jetzt genau von ihr erfahren. Herzlich willkommen, Renate Lengacher. Steht mir gut, gell? Sehr gut. Schick. Für das Also, das ist ja weniger eine Kappe als eine Topflappe, oder? Nein, das ist mehr eine Kappe als eine Topflappe. Ah, Entschuldigung. Ja. Also, das ist eure Weltmeisterschaftstrophäe, sozusagen. Ja, richtig. Ja, und die bleibt auf dem Kopf. Die Topflappe würde jetzt auch fallen. Das stimmt, ja. Braucht man eigentlich, wenn man beim Häkeln weiss, bis in Wetter vorankommt, besonders spitze Finger? Nein, man braucht einfach Übung, 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 Übung. Das ist alles. Also das heisst, ihr trainiert, geht jeden Tag ins Krafttraining, genau. Esst auch entsprechend genau so Futter, das die Lieder schmiert. Nein, man tut das Leben lang ein bisschen Handarbeit und das bringt es halt dann einfach. Also ihr habt auch einen Trainer, der bei euch beim Häkeln hilft? Normalerweise nicht. Elegante. Ja, die macht warm, gell? Ja, macht warm, aber schön, oder? Also schmeichelt im Gesicht extrem. Nein, trainiert ihr mit jemandem zusammen? Ich habe, für auf die Weltmeisterschaft habe ich trainiert. Das ist eine Freundin von mir zum Heimkommen und hat mich probiert abzulenken, indem dass sie... Das Training besteht darin, euch von der Arbeit abzulenken? Ja. Dann ist man schneller? Ja. Weil wenn ich Lärm habe rundum und mich Leute anführen, dann weiss ich, fokussiert bleiben. Gas geben. Und wenn man für sich so ein bisschen handarbeitet, dann fängt man an zu studieren und dann ist man nicht schnell. Geht es einen halben Tag, bis die Kappe fertig ist. In weniger als 8 Minuten hat er das fertig gebracht. Mit welcher Technik? Das jetzt Büschelmaschen wären. Also die würden eigentlich ganz schön aussehen, wenn man sie nicht so schauen würde. Aha. Aber Büschelmaschen? Ja. Könnt ihr das mal zeigen, wie das geht? Aber das ist nicht eine klassische Häkeltechnik, oder? Das ist eine offizielle Masche. Mhm. Aber es geht ja darum, von so einem Klungel, der 55 Meter sind, die möglichst schnell zu verhäkeln. Und das heisst, also, das ist die Aufgabe. Ja. Man muss 55 Meter verhäkeln. Ja. Ein Klungel ist 55 Meter. Jetzt habe ich ein bisschen gestört mit meinem Fadenkörbchen. Ja, gut, das passt eigentlich perfekt zum Thema. Und das tut man dann so einfädeln. Ja. Ich habe jetzt da schon ein bisschen angefangen. Der Anfang ist aber nicht so lustig. Gibt es da einen Trick dabei?
Ja, ich brauche einfach noch ein bisschen die Finger, dass ich möglichst hohe, lange Maschen machen kann, dass ich viel Garn brauche. Wie sieht denn eigentlich die Konkurrenz an so einer Weltmeisterschaft aus? Ja, die ist, sind zwei Damen, die schneller sind. Das ist einfach so. Und zwar, aber wie viele haben teilgenommen insgesamt? 96 Leute. Ach, also man musste gegen eine flotte Konkurrenz antreten. Ja. Hat es auch Männer darunter? Ja, hat es auch. Mhm. Aber die sind langsam, nicht mehr. Nein. Nein. Ein Mann, der hat mir recht Angst gemacht. Er hat im Facebook Touren gepostet, 8 Minuten 01, 8 Minuten, 7 Minuten 59. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist noch mein ärgster Konkurrent. Ja, jetzt muss man sich noch beim Häkeln von Männern lassen. So hat Rollen geändert im Laufe des Lebens. Ja. Ja, er ist jetzt Weltmeister. Ist er? Ja. Okay. Mhm. Wird dann noch geschaut, ob man Fallmaschen hat? Nein. Das ist sehr einfach lasche Regeln eigentlich. Der Knäuel muss verschafft werden. Egal wie. Ich habe gehört, ihr seid aufs Häkeln gekommen wegen dem Eishockey. Das müssten wir jetzt ein bisschen genauer erklären. Ja, Hockeymütter können das sicher bestätigen. Wenn man Giele ins Training fährt und nicht neben der Eisbahn wohnt, dann geht das immer lang. Die müssen 3-4 Stunden vor dem Training dort sein und dann ein bisschen abgezogen sein. Ein bisschen einfach, das geht einfach lang. Und ich konnte nicht heim. Und darum, irgendwann habe ich gefunden, es ist mir einfach zu dumm. Ich kann nicht immer shoppen, das vermag ich nicht. Mhm. Und dann habe ich mich angefangen beschäftigen. Und meine Familie kann das bestätigen. Ich habe dauernd wieder den neuesten Trend an Schäl verschenkt. Das heisst, also, ihr seid eine Häkel-Eishockey-Mutter? Ja, lange eigentlich. Lies man auch, also nicht nur häkeln. Mhm. Drei Giele zum Eishockey bringen, das ist sowieso so ein Multitalent. Also, ich habe mir sagen, ihr habt ein Bed and Breakfast daheim, seid Mutter von drei Kindern, habt 50% Job als Böstlerin, seid Platzanweiserin an der Thuner Festspiel, leitet oder präsidiert noch einen Chor. Wie bringt man das alles zusammen? Ja, das weiss ich manchmal schon nicht so genau. Sachen konnte ich schon aufgeben. Also aufgeben, wir haben unser Bed and Breakfast mittlerweile eine Tour vermietet an eine ältere Frau. Da sind wir froh. Ist mir etwas Arbeit abgenommen. Und Giele spielt mittlerweile leider nicht mehr Hockey spielen. Oder haben wir noch einen, der auch nicht wirklich. Also. Dann kommt ihr eigentlich schon fast nicht mehr zum Häkeln. Mama. Ihr habt jetzt auch noch ein Voldorado aufgemacht. Also man kann eure Häkelkunst, jetzt wahrscheinlich sind alle Verwandten schon eingedeckt mit 12 Kappen, 23 Schälen. Und jetzt muss man das noch unter die breitere Masse bringen. Ja, ich denke, die Leute, die eine Jacke haben und dazu eine passende Kappe suchen, denen würde ich das machen. Und habe eine Bestellkarte kreiert mit allen Farben, die ich habe. Und dann kann man das ankreuzeln, welche Art Kappe das man möchte. Und ist es erfolgreich? Ja, im Moment habe ich einen Monat Wartefrist. Das ist nicht wahr? Man ihr müsst also Tag und Nacht sitzen da am Häkeln. Kann man eben nicht. Ja, mal. Der Häkeln ist offensichtlich ein Trend geworden. Ja, ja. Handarbeiter generell. Jetzt, ihr habt schon ein bisschen angefangen. Gibt es auch noch Kappen heute? Ja, ich probiere. Ich habe angefangen. Mhm. Wenn ich sie finde in meinem Genoss. Im Fadenkörbchen, genau. So. Das gibt, das ist jetzt noch die Topflappe. Das ist noch die Topflappe, aber der verwandelt sich im Laufe der heutigen Sendung noch in eine Kappe. Ich hoffe es, ja. Mhm. Ja, jetzt kann ich eigentlich nur sagen, mögt ihr fertig bis etwa in 45 Minuten? Ich hoffe es, ja. Ja, ich zähle auf euch. Okay. Sonst wird euch kurzerhand der Weltmeistertitel respektive Bronzemedaille weggenommen. Ihr habt einen grossen Fanclub, der da ist. Ja, der unterstützt euch auch immer wieder, wenn ihr an Meisterschaften teilnehmt. Würdet ihr auch bei der Konkurrenz ein bisschen irritieren mit Kuhglocken? Schon, ja. Also, wenn jede so viele Fans dabei hätte, hätte ich das ihren Platzrahmen gesprengt. Mhm. Aber wir sind gut da, wir haben einen guten Auftritt gehabt dort. Ja, das kann man vorstellen. Ja. Und die Konkurrenz hat schon angefangen zu zittern. Ich denke, wer mit so viel Unterstützung kommt, der ist mental dermaßen stark. Dass ich war sehr überrascht, wie viel. Das haben gesagt, da wollen wir mitkommen, da kommen wir mit. Und mein Mann hat auch gesagt, also, wenn du mir vor einem Monat hast gesagt, dass ich so viel über das Häkeln poste oder jemals eine gehäkelte Kappe anhabe, dann hätte ich dir gesagt, du spinnst. Das muss man nicht sagen. Ich freue mich auf den Chapo. Und übrigens wollen wir dir natürlich ein tolles Produkt
Wir würden das am Schluss verlosen bei mir auf der Facebook-Seite. Ah, also, das ist ja gut, habe ich genau die angefangen. Ja, seht ihr nur. Also, wünsche ich viel Spass beim Häkeln. Danke. Ich gebe euch das wieder zurück. Ja. Ich muss noch eine anlegen. Es ist wirklich wie eine, man sieht aus wie eine begossene. Ja, ich meine, es ist nicht wahnsinnig schmeichelhaft. Nein, überhaupt nicht. Aber was also, soll's? Farbe finde ich, ist es. Die Farbe finde ich jetzt passt noch gut zum Pochettchen und zu den Socken. Also von dem her haben wir es getroffen. Ja, genau. Ohne abzumachen. So ist es. Frau Lengacher, ich wünsche. Danke. Viel Glück, freue mich auf den Chatting. Ja. Alles Gute. Da wäre die Glocke wieder. Ja, jetzt hoffen wir, es wird noch fertig. Und wir machen einen Abstecher zu unserem nächsten Gast. Ich frage mich ja immer wieder, was all diese Heerscharen von Botschaftern, Gesandten und Diplomaten auf der Welt machen. Besonders, weil man ja dieser Berufsgattung immer wieder unterschiebt, dass sie sich zweimal überlegen, dass sie mit vielen Worten möglichst nichts sagen. Mein nächster Gast, der war ein Leben lang im diplomatischen Dienst. Er war im Einsatz in New York, er war in Berlin Botschafter, im Kosovo, jetzt als letzter Posten am Vatikan, am Heiligen Stuhl. Und er ist eigentlich einer, der wirklich fadengrad sagt, wieso, dass ihn der Beruf so fasziniert hat und hauptsächlich wie die Welt würde aussehen ohne Diplomaten. Herzlich willkommen, Paul Widmer. Hey Widmer, willkommen. Guten Abend. Nehmen Sie Platz. Eigentlich müsste ich euch jetzt ansprechen als Monsieur l'Ambassadeur, seine Exzellenz. Machen wir das heutzutage noch? In vielen Ländern schon, ja. Aha. Also, wenn Sie im Nahen Osten sind, dann von morgen früh bis zum Abend tritt man Ihre Exzellenz an. Mhm. Dann verliert man dann irgendwann mal den Boden unter den Füßen, wenn man das Gefühl hat, man sei jetzt so wichtig. Also, wenn das passiert, dann sind Sie ein schlechter Botschafter. Ja. Ich meine, wir in der Schweiz haben sowieso nichts übrig für derartige Höflichkeitstitel eben da wie Exzellenz. Und wir brauchen es ja unter uns nicht. Ihr habt ein Buch geschrieben, Handbuch der Diplomatie. Dort steht unter anderem vielem Wissenswerten drin, Diplomaten seien eine Berufsgattung, die mit zweimal überlegen, wie sie mit vielen Worten möglichst nichts sagen. Ich hoffe, das gilt nicht für unser Gespräch. Ja. Bin nicht ganz so sicher. So dumm ist der Spruch nicht. Stimmen denn eigentlich all die Klischees, die man zur Diplomatie jeweils sich äußert, dass man sagt, ein Diplomat, sein bester Freund, ist das Cocktailglas? Also, es hat, viele von diesen Sprüchen sind Übertreibungen. Mhm. Aber im Kern dahinter stimmt schon. Und wenn ich jetzt beispielsweise an dem Spruch ein Diplomat überlädt, zweimal bevor er nichts sagt, nicht so falsch finde, ist Folgendes. In der Diplomatie ist die Sprache das Arbeitsinstrument. Es ist, Sie haben kein anderes Instrument außer Ihrer Sprache. Darum müssen Sie sehr aufpassen, was Sie sagen, weil das enorm wichtig ist. Ein Wort, das in einem Vertrag Ihnen steht, das kann enorme Konsequenzen haben. Oder wenn Sie jetzt denken, beispielsweise eben, wenn Frau Taliavini in der Ukraine noch versucht, zwischen den Parteien ein Kommuniqué herauszufinden, eine gemeinsame Plattform, ja, doch auch auf jede Nuance drauf ankommen. Und dort ist es häufig gescheiter, man sagt nichts als zu viel. Und mit dem zu viel zu letzen. Ja. Was muss ein Diplomat für Eigenschaften haben? Er muss, glaube ich, den Smalltalk lieben, weil er treibt sich ja nicht gerade ausschließlich, aber immer wieder an irgendwelchen Partys rum. Also jemand, der noch gerne Smalltalk hätte, sollte nicht in Diplomatie. Mhm. Und jemand, der überhaupt kein Smalltalk mag, sollte auch nicht gehen. Also wenn Sie ganz introvertierte Mensch sind, dann fühlen Sie sich nicht wohl in der Diplomatie, denn Sie müssen an Smalltalks teilnehmen an Arbeit und das ist eben, hat eine gewisse Berechtigung. Sehen Sie, heute ist ein grosser Teil der Arbeit von einem Diplomat ist eine Art
Vorbereitung von Psyche. Nehmen wir mal an, bei uns im Bundesrat geht auf Washington. Und dann ist es eine Art Aufgabe vom Diplomat in Washington, die Gesprächspartner vorzubereiten. Am Bundesrat sagen, die Person ist wichtig für das, die ist wichtig für das. Und die Leute, die lernen sie grossenteils kennen, halt so, bei Cocktails, bei Partys. Und von dort her hat es schon eine gewisse Berechtigung. Aber da kennt man auch ihre Schwachstellen. Wenn sie ganz gut sind, ja. Aber wenn jemand jetzt nur mit Cocktailsex die Arbeit getan, dann liegt er auch wieder falsch. Man hat das Gefühl, wir leben in einer Zeit, in der alles beobachtet wird, abgehört. Wikileaks ist überall präsent. Habt ihr in eurer Karriere auch das Gefühl gehabt, dass man besser schweigt, weil man sonst findliche Abhörmanöver muss in Kauf nehmen? Das hätte ich mal das Gefühl, das ist in den 80er Jahren bin ich mal eine Aushilfe in Warschau. Und da hat man gewusst, also die Wohnung wird abgehört. Und wenn man etwas hat sagen von einer Bedeutung, die die Leute nicht hätten hören können, dann hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Im einen Fall ist man... Du bist aufs WC gegangen und hat die Spülung betätigt, oder wie? An das haben wir nicht gedacht. Wir sind im Park rausgegangen, auf einen Spaziergang. Oder wenn jetzt verschiedene Diplomaten zusammen waren, sagen wir, dann ist man zu Amerikanern gegangen, die haben so, man hat das ein Bulb genannt, so einen eingehüllten Raum, der als Abhör sicher galt. Da sie ja die Abhörspezialisten sind, haben sie gewusst, wie man das auch verhindert, wenn man selber abgehört wird. Man hat den Eindruck, dass in der Diplomatie sich einiges geändert hat. Politiker nehmen sich immer wichtiger, weil sie es selber machen. Haben Diplomaten an Gewicht verloren? Es gibt eine zweifache Entwicklung. Ich würde Ihnen zustimmen, dass in der Diplomatie sich viel geändert hat und ein heutiger Botschafter nicht mehr die Bedeutung hat von einem früheren Gesandten. Stellen Sie sich vor, im 17. und 18. Jahrhundert, da sind Sie als Botschafter von Paris auf Konstantinopel, Istanbul, geschickt worden. Ja, wenn Sie weggegangen sind, haben Sie Ihre Instruktion gehabt und Sie haben es geschafft. Heute hat sich die Technik dermaßen geändert, wenn Sie als Botschafter, wenn ich im Europarat in Straßburg bin, in einer Verhandlung, dann ist Bern in der Lage, mit den neuen Mitteln mehr über die Schulter zu schauen und in der Verhandlung ihnen zu sagen, da muss man das Wort Vertrag durch Abkommen ersetzen. Also man ist natürlich viel, viel näher an der Zentrale. Das heisst, man hat weniger Freiheiten. Ja, das ist das eine. Aber das andere wäre jetzt, sie haben viel mehr Gebiete, die sie heute behandeln müssen. Heute hat jedes Gebiet, jedes Departement in Bern hat mit dem Ausland Verhandlungen. Also erwartet man von einem Diplomat damit, dass er sich auch auskennt und Kontakt knüpft, beispielsweise in einem Bundesamt für Statistik, für Umwelt. Also die Palette ist viel breiter geworden. Mhm. Wir haben weniger Tiefe, aber mehr Breite. Das ist ja nicht immer nur positiv. Ja, manchmal hat der Eindruck, die Schweiz, der hat gesagt, verhandeln ist ausschlaggebend, das ist die urtümlichste Aufgabe eines Diplomaten. Die Schweiz hat sich ein bisschen isoliert. Hat ihr als Diplomat schlecht verhandelt? Die Frage ist relativ schwierig jetzt für mich zu beantworten. Ich würde sagen, nein. Wenn wir teilweise in gewissen Gebieten isoliert sind, ist es natürlich grossenteils auch, weil wir ein bisschen einen anderen Approach haben. Teilweise wollen wir nicht unbedingt überall dabei sein. Also, wir haben bei uns in der Schweiz den Souverän, das ist das Volk, das entscheidet. Und Diplomatie ist ein ausführendes Instrument. Wir müssen machen, was das Volk will. Und das Volk will es nicht unbedingt, dass wir halt genau die gleiche Diplomatie haben wie Frankreich oder Deutschland. Ist das manchmal ein bisschen schwierig zu erklären gegenüber? Das mag hier und da schwierig sein, ja. Mhm. Wobei feststellen, dass wenn man es versucht zu erklären, dass im Allgemeinen der Erfolg sich einstellt. Aber es ist nicht ganz leicht, nennen Sie der Europarat. Wir haben im Europarat 47 Staaten, europäische.
Alle müssen Demokratien sein, sonst können sie nicht in Europa raten. Mhm. Bei einigen könnte man sicher noch Fragezeichen trotzdem machen. Aber von diesen 47 ist nur ein einziger Staat eine direkte Demokratie. Das andere sind parlamentarische oder präsidiale. Mhm. Und das sind Unterschiede. Und die einzige direkte Demokratie sind wir. Die Welt verändert sich auch rasend schnell. Früher hat man das Gefühl gehabt, nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt sei für immer Frieden. Und in den letzten Monaten und Jahren ist einem klar geworden, Russland hat plötzlich Grossmachtsattitüden wie Deutschland in den 30er Jahren mit dem ganzen Krieg in der Ukraine. Es gibt immer mehr Staaten und Krieger, die anonym andere umbringen, die also wirklich wie Saubanner durch die Landschaft gehen. Man hat wie keiner Gegenüber mehr, wo man verhandeln kann. Heisst das, man muss auch anders diplomatisch vorgehen, weil man gar nicht mehr kann, jetzt mit weichen Argumenten zu einem Ziel kommen? Wir sind zurzeit ganz sicher in einer sehr schwierigen Lage. Weil einerseits eben haben wir die Konflikte von einer ganz neuen Natur wie ISIS. Die nennen sich zwar Staat, aber sind ganz sicher kein Staat. Es sind Terroristen, nicht anders. Terroristen, die sind. Wir haben verkappte Kämpfer auf der Krim und in der Ostukraine. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, wir haben gleichzeitig einen ganz grossen Wechsel geostrategisch. Wir sind in einer Zeit, wo Amerika und Russland, wobei Amerika immer die wichtigste Macht ist, in einem ganz schlechten Dialog sind. Im Prinzip haben wir... Die können nicht zusammen reden. Die können kaum reden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie 1985, wo wir in einer sehr schwierigen Situation waren, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Aber da hat ein Gespräch vom Reagan mit dem Gorbatschow enorm viel bewirkt. Und ich würde sagen, die grösste Aufgabe heute der Diplomatie wäre, wir müssen unbedingt einen besseren Kontakt suchen auf allerhöchster Ebene. Steht ein neuer Krieg bevor? Wenn ich jetzt Versicherungsagent wäre, würde ich Ihnen sagen, ja. Als Diplomat sage ich Ihnen, nein. Ein Diplomat schildert die Welt immer von der bestmöglichen Seite, ohne zu lügen. Und ein Versicherungsagent ohne immer... Ohne zu lügen? Ohne zu lügen, natürlich. Mhm. Und ein Versicherungsagent von der schlimmstmöglichen, damit sie einen Vertrag abschließen. Nein. An einen Krieg würde ich nicht glauben. Aber es wird mehr Auseinandersetzungen mit Waffen geben. Auch da müssen wir aufpassen. Zurzeit haben wir allerdings enorm viele Konflikte gleichzeitig. Was sehr selten ist. Sie haben im Nahen Osten, sie haben im Südsudan, sie haben in der Ukraine, also sind es sehr viele. Es ist eine Tendenz zu dem. Gleichzeitig aber haben wir auch eine Verdichtung von der internationalen von der Verträge. Es ist offen. Ich sehe eure Zweifel. Es ist offen und man hofft einfach, dass sich die Leute, die an der Macht sind, auch irgendwann an einen Verhandlungstisch setzen und das einhalten, was sie versprechen und nicht nur reden und damit nichts sagen wollen. Ihr seid interessanterweise als Bauernsohn in die Diplomatie gekommen. Euer Vater war im Toggenburg noch Knecht, euer Bruder schon. Nein, wir hatten einen Knecht. Aha. Mhm. Also, ja, gut, das ist... Also an und für sich sollte das nicht speziell sein. Wir sind in der Schweiz ein demokratischer Staat. Und in der Schweiz steht allem offen. Und ob sie Bauernbub sind oder Pfarrersohn oder Bernerburger. Im Prinzip müssen sie ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben und dann müssen sie eine Aufnahmeprüfung machen im EDA. Und wenn sie den bestehen, dann können sie in die Diplomatie eintreten. Wie hat die Familie reagiert, als plötzlich der eine Sohn mit dem Chauffeur ist angekommen? Ja gut, jetzt bin ich ja nie mit dem Chauffeur angekommen. Aber ich würde sagen, der Vater ist gar nicht eine Stunde. Er hat immer gespürt, dass es aus dem kein Bauer gibt. Mhm. Und so, nein, es war nicht so eine Überraschung. Wie sieht die Schweiz in 5 Jahren? Die Schweiz ist ein rechter Konstanzland.
wegen unserer direkten Demokratie. Wir sind und nicht ein dank Land. Unserer direkten Demokratie. Sie können sagen wegen oder dank. Ich sage auch mit Ihnen dank unserer direkten Demokratie. Aber etwas Leute haben auch andere Auffassung. Aber wir denken grosse Sprünge, weil der Bürger überlässt sich sehr gut immer, weil er auf außenpolitischer Seite eine Änderung. Denn Außenpolitik ist der Bereich, den der Bürger am wenigsten kontrollieren kann. Weil in Außenpolitik brauchen sie sehr rasche Entscheidungen auf höchster Ebene. Und da können sie eben nicht so gut zurückgehen und fragen, sind sie einverstanden, mit dem sie sind noch nicht. Also von dort her, glaube ich, wird die Schweiz beharrlich weitergehen auf dem, was wir halt immer gemacht haben, Schritt für Schritt. Und das wird sie, wir versuchen einerseits starke Zusammenarbeit mit dem Ausland. Da darf man nicht vergessen, wir sind eins von den höchst globalisierte und integrierte Länder in der Welt. Aber wir sind sehr zurückhaltend, was die Integration in Institutionen betrifft. Und von dort her würde ich sagen, in 5 Jahren wird sich nicht so viel geändert haben. Das beruhigt gewisse, andere macht es nervös. Aber wir hoffen, dass wir durch das vielleicht eben auch unsere Unabhängigkeit bewahren können. Herr Wittmer, ganz herzlichen Dank. Für ihn zu schauen. Ihr seid ganz undiplomatisch, relativ fadengrad gewesen. Danke vielmals. Danke. Alles Gute. Danke schön. Danke. Ja, wir machen wieder einen Themenwechsel und zwar auf ein ganz anderes Gebiet. Sie ist, das darf man wirklich mit Überzeugung sagen, die schnellste Berner Modi. Aber nicht nur das, sie ist die schnellste Schweizerin. Und sie hat so schnell wie kaum eine Sportlerin vor ihr die Herzen des ganzen Publikums erobert. Logischerweise durch ihr Talent, durch ihre Leistung, aber nicht zuletzt natürlich auch durch ihre Unverfrorenheit und ihren Charme. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Mutsinga Kambunchi. Wunderbarer schweizerischer Name, Mutsinga. Freut mich sehr, Mutsinga. Schön, seid ihr da. Ja, ich kann mir ja wirklich sagen, ihr habt Rekord im Akkord gerannt an der EM. Und einen kleinen Patzer gehabt. Wie ist denn so euer Fazit jetzt von diesen turbulenten Tagen? Also mittlerweile kann ich wirklich vor allem das Positive sehen. Und die ersten 6 Tage waren unglaublich. Also viel besser als ich erwartet, als ich mir vorgestellt hatte. Und der letzte Tag schlimmer, als ich mir jemals vorgestellt hatte. Aber mittlerweile kann ich eigentlich wirklich mit einem positiven Gefühl auf die EM zurückschauen. Für alle die, die es nicht mitbekommen haben, der Patzer war im Staffettenlauf. Beim Start, man sieht es in einer kurzen Einspielung, ist dummerweise euch der Knebel zur Hand ausgefallen. Kann man eigentlich rekonstruieren, was da passiert ist? Ich habe ein paar Mal wirklich das Video ein paar Mal angeschaut und habe mir überlegt, wie ist das passiert, was hätte ich anders machen können. Aber es ist, ich weiß nicht, in so einem Moment, also bei mir ist eigentlich, sobald es fertig geht, also sobald ich es fertig höre, dann denke ich nicht mehr. Und also ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich das jetzt kann, sag es mal. Man muss wieder den Kopf frei halten, um die Leistung zu bringen. Passiert das eigentlich mehr in den Füßen oder eben auch da oben, in den Festplatten? Vor allem da oben. Also im Sprint, man muss klar körperlich, muss man fit sein, man muss schnell sein. Aber es passiert extrem viel im Kopf. Also das ist wirklich mehr, als man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Man sagt, Sprinterinnen sind faul. Sie säckeln schnell mal 10 Sekunden und nachher wollen sie es nicht mehr wissen. Ist das so? Ja. Also auch nicht alle, aber ich auf jeden Fall. Also wirklich, auch im Training, unser Training besteht viel aus Pause. Also man muss wirklich schnell einen Lauf machen, aber dann ist die Erholung halt auch sehr wichtig. Und so ist dann auch hier zum Teil bisschen, der ganze Alltag, denke ich, schon ein bisschen. Also wenn ich eine Rolltreppe und einen Steg habe, dann nehme ich immer die Rolltreppe. Ja, ich sage, ihr trainiert bei jeder Gelegenheit. Ich sage immer, ich nehme nicht den Lift, ich laufe rauf. Ja, dort laufe ich manchmal schon, je nachdem, wie viel Stück das sind. Ihr trainiert nicht mehr in der Schweiz, sondern in Mannheim, im Ausland. Hat es zu wenig Gegnerinnen, die einen herausfordern?
Ja, also ich denke schon, es ist recht schwierig in der Schweiz. In anderen Ländern ist die Konkurrenz halt viel grösser. Und ich denke schon, dass es einem hilft, wenn man mit der Konkurrenz trainieren kann oder mit Leuten, die einem halt auch im Training fordern. Das hat mir halt schon ein bisschen gefällt. Zu Bern. Darum bin ich auf Mannheim. Das ist aber ein Riesenkrampf, die ganze Zeit hin und her fahren. Ich mache es noch gerne, muss ich sagen. Also es sind 3 Stunden 20 Minuten und es ist ein Direktzug. Und also ich kann meinen Zug eigentlich gut erholen. Ich fahre noch gerne mit dem Zug. Alle SMS beantworten, ein bisschen surfen noch im Zug. Ja, Filme schauen oder lesen oder schlafen manchmal. Ich komme aus einem Haus, wo 4 Schwestern alle im Sport tätig waren. Gibt es da euren Vater dahinter, der sagt, Mädchen, jetzt wird gesäckelt und überhaupt in Leichtathletik, das ist eure Zukunft? Ja, also meine Eltern waren beide auch sportlich und wir sind schon gerne immer rumgesäckelt und haben uns gerne bewegt. Und dann sind wir halt irgendwie zur Leichtathletik gekommen. Meine ältere Schwester hat aufgehört, aber die studiert jetzt noch Sport. Und also wir machen es halt auch sehr gerne, wir sind wirklich eine sportliche Familie. Was hat euch denn für die Leichtathletik entdeckt? Also ich habe in der Schule wahrscheinlich, also habe ich mich anmelden für einen Wettkampf und dann bin ich das erste Mal zweit geworden. Schnellste Berner Modi, oder? Und schon gerade auf dem Podest gestanden? Ja, zuerst mal bin ich zweit geworden, aber dann habe ich immer gewonnen. Ich habe gehört, euer Vater sei primär Fußballfan. Hat er etwas anfangen können, wenn die Töchter jetzt plötzlich Leichtathletik machen? Am Anfang nicht. Also er hat auch gesagt, er hat eigentlich nie Leichtathletik geschaut, sich nicht mit Leichtathletik befasst vorher. Dann am Anfang war es oft noch ein bisschen schwierig, weil im Shooter gibt es halt das Gewinnen und das Verlieren, in Leichtathletik nicht. Also dort kann man letzt werden. Wenn man eine gute Leistung hat gebracht, ist das gleich gut. Man kann gewinnen, aber kann trotzdem schlecht sein, weil die Leistung nicht so gut war. Und dann hat er am Anfang hat er aber schon ein bisschen Mühe gehabt. Wenn der heimgekommen ist und hat gesagt, ich bin dritt geworden. Ja. Wie hat er reagiert? Ja, meistens war es halt wie nicht gut gewesen. Aber ich bin nicht so viel dritt geworden, muss ich sagen. Aber nein, also es ist wie, er hat mittlerweile dann schnell verstanden, dass es nicht immer nur ums Gewinnen geht in Leichtathletik. Und jetzt ist er einer, wie die Mama auch und die anderen Schwestern, ein grosser Fan. Gibt es denn untereinander bei den Schwestern Konkurrenzdenken? Oh, jetzt hat die gewonnen und ich bin nur am 4. Platz. Nein, eigentlich nicht. Also, ich kann es wirklich gar nicht. Meine Schwestern freuen sich eigentlich sehr für mich, wenn ich gut bin. Die freuen mich auch sehr für meine Schwestern. Und es ist halt auch meine älteste Schwester und die sind halt näher beieinander. Und auch schon dort hat es eigentlich nie ein Konkurrenzdenken gegeben. Vor allem, als ich dann auch schneller geworden als sie, war gar keine Feindseligkeit da oder so. Es ist wirklich immer, hat sich auch sehr für mich gefreut. Und ich habe mich dann auch sehr für sie gefreut, wenn sie mal wieder schneller war. Darum ist es dort wirklich ganz und gar nicht. Wenn man jetzt in dieser Sportart tätig ist und plötzlich so Erfolg hat, wie das jetzt wirklich verdientermaßen an dieser Europameisterschaft der Fall ist, kann man da noch unbeschwert einen Start oder drückt da plötzlich doch etwas anderes noch durch die Erwartung? Ja, seit der EM hatte ich wirklich das grosse Glück. Ich hatte nicht grosse Erwartungen an mich. Also ich wusste, wenn es gut läuft, komme ich ins Halbfinale und dort kann dann alles passieren. Aber ich habe dieses Jahr habe ich schon noch recht ohne grosse Erwartungen starten können. Nächstes Jahr wird es auch ein bisschen schwierig jetzt so mit der Medienaufmerksamkeit. Also wird die Erwartung sicher grösser sein. Das heisst auch, man muss fokussieren auf den Sport. Seid eine junge, attraktive Frau. Auf was muss man alles verzichten? Also verzichten habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich auf viel muss. Das Einzige ist so ein bisschen zu reisen. Ich würde gerne ein bisschen mega reisen, das ist auch nicht möglich. Jetzt besteht einfach Reisen Bern-Mannheim-Rötli. Ja, genau. Also ich sehe schon viel von der Welt. Also jetzt haben wir auch noch das Trainingslager, zum Beispiel in Südafrika bin ich gewesen, oder in Florida, oder Wettkampf der Bahamas. Also ich komme schon ein bisschen rum. Aber es ist halt immer mit dem Sport verbunden, man ist dann nicht so frei. Und das ist auch das Einzige. Und das andere muss ich vielleicht, kann ich weniger oft, zum Beispiel im Ausgang oder... Mhm. Aber zwischen ihnen doch noch? Ja, zwischen ihnen doch. Und zwischen ihnen noch ein Gläschen Wein? Ja. Das finde ich schön, das macht euch das sympathisch. Schon. Ihr seid immer hoch elegant, also grossartig gepflegte Fingernägel. Die müssen wir also schon fast sehen. Da ist also manche Frau Schalus drüber. Wunderbar geschminkte Augen. Das ist schon fast ein so ein Familienschatz, oder? Ja, also wir sind alle gerne lange Nägel, schön angelegt und geschminkt. Also. Haben wir das auch mit dem Chef von Papa zusammen?
Ich denke, also er ist nicht so mit Schminkzeug, eher so Kosmetik-Sachen. Aber, also das ist sein so Beruf? Er ist in dieser Branche tätig? Ja, aber mehr so Cremeli und Gesichtsmaske und nicht unbedingt Schminkzeug und Haarprodukte, das ist sehr weniger. Okay, aber das heisst man dann auch als Sportler immer schick ausgesehen. Jetzt, ihr studiert ja noch an einer privaten Hochschule. Genau. Gibt es noch Zeit für ein Studium? Ja, also es ist wirklich ein PHW, das ist so ein unergäbiger Studiengang, wo die meisten arbeiten und dann so ein paar Spitzensportler. Und dann nur 2 Nachmittage in der Woche habe ich Unterricht und den Rest habe ich frei. Und dafür geht es ein Jahr länger und ein bisschen weniger Ferien. Mhm. Aber es ist wirklich sehr gäbig, also ich bin mega froh darum. Ist das eine freiwillige Entscheidung oder hat der Vater gesagt, ich wollte so noch etwas Anständiges lernst und nicht nur säcklich? Ja, also ich habe schon auch etwas. Ich habe ein Zwischenjahr gemacht nach der Matur und dann habe ich schon gegen den Schluss gemerkt, ich muss auch etwas für den Kopf machen. Mhm. Aber er ist schon dort sehr dahinter, also er will schon, dass wir alle noch etwas machen. Mhm. Und also dort, meine Mutter auch. Ja. Ihr habt eine Arbeit geschrieben über die Frage, ob dunkelhäutige Menschen schneller springen als Weisse. Das finde ich ja hochinteressant. Was war das Ergebnis? Ja. Also ich habe es mit Lisa Urech, die Hürden macht, verglichen mit den Hürden, was halt beides Sprintdisziplinen sind, Schnellkraftdisziplinen. Und in den Hürden hat es mehr hellhäutige, als jetzt im Sprint hat es meistens fast nur dunkelhäutige in der Weltspitze. Und dann haben wir es so ein bisschen verglichen. Und gibt es eindeutige Resultate? Also, aufgekumpen können die Weißen besser und gerade ausspringen die Dunkelhäutigen? Nein, nicht wirklich. Also, wir haben verschiedene Leute gefragt, also Manager, Veranstalter, Trainer, was die denken, was dahinter steckt. Und also, die Meinungen sind wirklich auseinandergegangen. Ja. Finde ich irgendwie noch beruhigend, oder? Dass es nicht so klare genetische Voraussetzungen gibt, wo man muss sagen, das geht nur in die Richtung. Sportlerleben zählen die zukünftigen Erfolge. Man visiert das Ziel an, ganz wichtig. Ich möchte gerne hören, welches das dir anvisieren? Ja, schwierig zu sagen. Ich probiere nicht zu viel darüber nachzudenken. Aber so ein WM-Final, Olympia-Final wäre halt natürlich schon ein Traum. Aber ich probiere nicht zu fest auf so etwas zu denken. Festplatte nicht falsch belastet wird. Ja, genau. Also ich sehe eigentlich meistens Jahr für Jahr, was ich für Fortschritte mache, was überhaupt möglich ist. Und jetzt, letztes Jahr habe ich nicht gedacht, dass ich um die Medaille laufen kann, jetzt im Finale über 100 Meter zum Beispiel. Und dann nach dem Halbfinale ist das Ziel schon wieder ganz anders gewesen. Und jetzt für nächstes Jahr gibt es eine WM, denke ich, ja, vielleicht ein Halbfinale, aber vielleicht sieht es nächste Saison ganz anders aus. Oder? Vielleicht bin ich froh, wenn ich schon rumgehen kann. Also darum finde ich es noch schwierig, so langfristige Ziele so. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen schützen von den Erwartungen, die die anderen auf einen projizieren. Aber Olympia, habt ihr schon ein paar Erfahrungen? Ja, in London war ich mit der Staffel. Das war wirklich unglaublich. Und die nächste Olympiade, die kommt? Ja, in 2 Jahren. Mit euch? Ja, das ist das Ziel. Das ist schon das Ziel, ja. Wisst ihr schon, in welchen Disziplinen? Möglichst in allen. Also 100, 200, Staffel, 400? Nein, 100, 200 Staffeln. Also, das ist dann über, ich glaube, 8 Tage sind das meistens. Oder auch ein bisschen mehr als jetzt der EM. Und dann geht es wirklich sehr gut auf. Und je mehr Disziplin ich mache, desto mehr Chancen habe ich. Das stimmt, also, ja. Rein nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja. Genau. Und es ist natürlich auch, also es ist ein Fact mega. Jetzt hat man so gesehen, die Stimmung ist so cool. Und darum bin ich wirklich froh gewesen, habe ich alles gemacht, habe jeden Tag ins Stadion gehen können. Es wäre schade, wenn ich jetzt nur einmal erleben könnte. Das Publikum ist wichtig, das trägt dem. Ja, und das war hier in der Schweiz extrem, oder? Ihr seid ja Königin vom Stadion geworden in der kürzesten Zeit. Ja, ich habe schon recht gemerkt. Also eigentlich schon am ersten Tag habe ich gemerkt, dass die Unterstützung ist da. Und dann nach dem Rekord, nachdem ich so gut gelaufen bin, ist es noch viel extremer geworden. Und das ist wirklich, also mir hilft das extrem. Man fliegt auf eine Woche, also wir wissen jetzt mehr, was wir zu tun haben, dass ihr gewinnt. Genau, ja. Anführen! Genau, das braucht es. Und Jinga, wünschen alles Gute. Vielen herzlichen Dank, dass ihr seid gekommen. Und viel Erfolg weiterhin. Von dieser jungen Dame werden wir noch einiges hören. Wenn ich mich in die Biografie von meinem nächsten Gesprächspartner vertiefen, die nur so ein bisschen mit ein paar Fakten illustrieren, habe ich das Gefühl, das hat eigentlich
gar nicht alles in einem Leben Platz. Als Bub ist er versorgt worden in ein klösterliches Heim. Wenn man dem so Heim sagen kann, ist diskriminiert und missbraucht worden. Hat Freiheit gesucht, ist als Matrose aufs Meer. Hat aber mit dem nicht umgehen können, ist zurückgekommen und ist so etwas wie ein Einbrecherkönig, ein Panzerknacker geworden und Zuhälter. Er hat daneben natürlich irgendwann mal damit rechnen, dass er auch in Kisten landet. Auch das ist passiert. Und dann wieder draus, neu angefangen. Projektleiter auf Grossbaustellen in Nordafrika und in Afrika. Und dort ist es wieder gescheitert am Alkohol. Und jetzt ist er ein älterer Herr und irgendwo gelütert mit 70. Eine Geschichte, die nur das Leben kann schreiben kann. Kein Roman. Herzlich willkommen, Guido T. Hier bin ich. Hallo Guido. Herzlich willkommen. Guten Abend. Nehmen wir Platz. Ja. Ja, wir haben so einen ganz kurzen Tour d'Horizon gemacht. Ihr seid jetzt 70. Immer noch. 71. 71? Ja. Sonst, die älteren Herrschaften wollen immer ein Jahr weniger und nicht eins mehr. Und sagt, ihr seid ein selbstständiger Pensionierter. Das heisst, ihr arbeitet noch. Richtig. Ich arbeite noch als Maler, PC-Supporter. PC-Supporter? Richtig. Okay, also wenn ich ein Problem habe mit meinem Computer, dann könnt ihr mir weiterhelfen. No problem. Super. Wieso macht ihr das? Andere Leute hockeln auf dem Ofenbänkchen? Weil durch meine Auslandaufenthalte habe ich keine Pensionskasse. Und ich muss mich ein bisschen wehren zum Leben. Das heisst, du musst arbeiten, dass du über die Runde kommst. Das geht gut. Mhm. Und arbeiten macht auch Spass? Ja, vor allem wenn ich auf der Baustelle bin. Habe ich mit jungem Volk zu tun. Das hält mich auch noch jung. Ich habe das gern. Mhm. Das sind aufgestellte Leute. Und die haben noch den Plausch, dass so ein alter Knacki noch den Pinsel schwingt. Ja. Wenn wir zurückschauen, Guido, in eurem Leben, das hat ja nicht so wahnsinnig toll angefangen. Und ihr seid versorgt worden, muss man so sagen, von euren Eltern. Die haben nicht mit euch umgehen können, respektive haben nicht Zeit für euch. Man hat euch in eine Klosterschule gesteckt. Richtig. Was habt ihr dort erlebt? Sehr Schlimmes. Da bin ich misshandelt worden, körperlich misshandelt, geschlagen, mit der Reinpeitsche, eingesperrt, 10 Tage. Also eingesperrt in ein Zimmer? In einen Kohlenkeller. Kohlenkeller. Richtig. Und haben sie den Torklapp vom Kopf rasiert, dass die anderen gesehen haben. Das ist einer, der geflucht hat oder irgendetwas gegen das Kloster gesagt hat. Dann bin ich misshandelt und sexuell misshandelt worden von einem Lehrer. Weil ich hatte ein Glück und ein Pech. Ich habe als Jung sehr eine gute Singstimme gehabt. Ich bin ins hohe Zeichen. Ich musste in der Kirche singen. Weihnachtslieder oder man hat Singspiele aufgeführt. Und dann musste ich mit dem Lehrer üben. Und das war ein sehr guter Tenor und Pianist. Und in dieser Zeit, als ich bei ihm auf seinem Zimmer war und geübt habe, hat er mich missbraucht. Kann man so etwas je verzeihen? Nein. Das Kloster Fischingen hat sich am 26. Der letzten Monat bei uns Zögling entschuldigt. Und dann war Schweizer Fernsehen bei mir und hat gefragt, ob ich die Entschuldigung annehme. Ich habe gesagt, nein, mit dem, das kann ich nicht. Mhm. Weil schnell eine Entschuldigung von 2-3 Minuten für eine ganze Jugend, die kaputt gemacht worden ist, kann ich nicht akzeptieren. Es hat euch geprägt. Ihr habt irgendwo nie Anerkennung gespürt. Richtig. Und ihr seid, habe ich das Gefühl, wenn ich euer Leben anschaue, das ihr übrigens auch sehr eindrücklich in einem Buch beschreibt, auf der Flucht gewesen. Richtig. Ich war voller Minderwertigkeitskomplex. Ich bin, wenn mich jemand im Tram angeschaut hat, habe ich gedacht, der sieht das, ich vom Kloster rauskomme.
Ich konnte mit 20 noch nicht lesen und schreiben richtig. Also ihr habt in dieser sogenannten Klosterschule nicht gelernt lesen und schreiben? Nein, wir mussten auf den Bauernhof heuen, ernten, Mist setzen. Wir mussten Büscheli machen im Winter. Wir sind eigentlich immer beansprucht worden auf dem Land. Die haben uns aus der Schule rausgeholt. Ich brauche die Klasse zum Heuen, ich brauche die Klasse zum Ernten. Und das ist die ganze Jugend so durchgegangen. Sie sind geflüchtet, sind nachher als Matros auf See. Richtig, ist das, so das ist meine schönste Zeit. Mhm. Ich bin dann als Messboy, das ist der Putzer und der Diener von den Matrosen, von allen. Da musst du servieren, musst Toiletten putzen und alles. Aber das ist für mich das Paradies auf dem Schiff, weil da habe ich so tolle Leute kennengelernt. Mhm. Das habe ich eigentlich gar nicht gekannt voran, so etwas. Und ich war dann auf verschiedenen Schiffen, auf der Regina, auf der Kristallina. Ich war auf der San Adel, das war das Mikroschiff. Also es waren alles Frachter, die da unterwegs waren? San Adel ist ja vom Duttwiller, seine Frau hat ja Adele geheissen. Mhm. Und er hat das Schiff nach seiner Frau genannt. Sie sind nicht zurückgekommen. Und dort leider ein bisschen auf die schiefe Bank geraten. Wieso ist denn die Geschichte passiert? Ja, ich wollte dann mal von der Seefahrt weg und wollte wieder Fuss fassen in der Schweiz. Und habe gemerkt, es geht nicht. Ich bin dann bei Kollegen gelandet, die die gleiche Sprache geredet haben wie ich, also nicht die feinste. So ein Milieusprache. Und da ist dann auch passiert, dass ich mit Kollegen Tresoren aufmachen sind. Tresoren aufmachen? Also, da ja. Hat nicht den Schlüssel bekommen. Ich gesagt, ja, machen Sie bitte den. Der sind Panzerknacker gewesen, richtig, oder? Richtig, richtig. Wie viele Einbrüche hat er gemacht? Ja, ich kann es nicht selten genug. Es ist, ich würde sagen, zwei zu viel. Sehr zu viel. Ja. Aber es waren über 40, oder? Ja, ja. Sie sind als Durbridge-Banden berühmt, weil immer während dem Krimi der Stamm so einen Gassenhauer war. Francis Durbridge. Sind die Leute daheim vor dem Fernseher gehockt? Da konnten wir arbeiten. Schaffen Sie eben dann? Ja, Mitternachtsschlosser. Mitternachtsschlosser. Also so ein Sörgel aufzumachen, ist offenbar ein besonderer Adrenalinschub. Jawohl. Da ist nicht ums Geld gegangen. Ja, jetzt. Nein, wenn du mal so einen Ofen aufgemacht hast und du siehst, was drin ist, dann ist es so ein richtiger Adrenalinschub gekommen. Mhm. Das Geld ist ein Nebending. Gut, man hätte können grosse Auto kaufen, ja, die Frauen ein bisschen Eindruck ein machen. Gross angeben. Mhm. Oder? Hat er je Menschen bedroht? Nein. Hätte ich nie gemacht. Würde ich mir, wenn ein Securitas, wenn wir an einem Einbruch waren, und ein Securitas-Wächter kam, sind wir vollgesäckelt. Wir hätten nie einen angelangt. Das, auch wo sie uns verhaftet haben, hat der Wachmeister gesagt, Guido, bist in der Luft. Ja, Gottes Namen, bist halt in der Luft. Dann bist du mitgegangen, da hast du dich nicht gewehrt. Wir hatten nie Waffen gehabt, nichts so. Das ist... Aber legal und beschönigen muss man es ja nicht. Legal ist es nicht gewesen, da sind die Kisten gekommen. Richtig. Das war eine positive Zeit für mich. Mhm. Weil dort habe ich dann gelernt lesen, schreiben. Ich habe den Englisch-Diplom gemacht. Ich habe das Bauführer-Diplom gemacht. Ich habe Maler gelernt. Ich habe gelernt, auf Baumaschinen fahren. Und das hat mir nachher alles in Afrika sehr geholfen. Das heisst, in dem Sinn ist das eigentlich schon fast eine gute Lehrzeit in eurem richtig. Leben. Ihr habt, als ihr aus der Kiste rausgekommen seid, Grossbaustellen geführt. Richtig. In Kairo und ja. In Afrika. Richtig. Für BBC. All die Firmen haben die nie gefragt, ist das ein Knasti oder nicht? Nein, denen war wichtig, dass einer auf die Baustelle kommt, der die Sprache kann. Zum Beispiel in Kairo, da habe ich das Ramses-Hilton-Fassade. Das ist, bin ich als Handwerker, als Maler. Dann ist der Chef krank geworden.
Nein, die geht übernommen. Und dann haben sie gefragt, wer kann von diesen Büzern Englisch? Dann habe ich gesagt, ich kann Englisch, ich habe das Diplom. Ich kann auch schreiben, da habe ich die Rapport gemacht. Und so bin ich dann gestiegen. Und hat auch noch Arabisch gelernt? Richtig. Ich habe dann, statt dass ich in Gspünden bin, habe ich Arabischkurs gemacht. Und meine Frau ist eine Ägypterin. Und ich habe sie eigentlich kennengelernt, weil ich gesagt habe, ich brauche eine Lehrerin. Und die ist meine Lehrerin geworden. Und noch ein bisschen mehr. Und Arabisch hat mir nachher auch geholfen, weil da ist bei der BBC ein Bauleiter gesucht worden. Und ich habe mich in Oerlikon, bin ich mich vorstellen. Und dann ist ein Saudi reingekommen und ich habe auf Arabisch zu ihm gesagt, er sei herzlich willkommen, hoffentlich gefällt es ihm in der Schweiz. Salam alaikum. Ja, Sach, genau. Und dann ist der Graber von der BBC ist rausgekommen, wir waren drei Leute draussen, zwei diplomierte Bauführer und ich ohne Diplom. Er hat gefragt, welcher hat da mit dem Saudi geredet? Er hat gesagt, das bin ich, gesagt, sie haben den Job. Wenn ihr zurückschaut, es hat noch ganz einen Haufen andere Geschichten, die wir jetzt nicht darauf eingehen können. Aber wenn ihr zurückschaut, was bereut ihr in eurem Leben? Die Brüche. Da habe ich das Gefühl, das ist falsch. Da ist etwas ganz schief gelaufen. Und Gott sei Dank habe ich nie einen Mensch bedroht oder mit einem Mensch etwas zu tun gehabt. Wir haben mit geschlossenen Türen und große Tresoren zu tun gehabt, mit Menschen nie. Da bin ich froh, das ist das Glück. Sie sind also ein guter Schweißer, wenn man auf einer Baustelle Schweißer braucht, dann muss man an euch denken. Habt ihr zwischen sogar noch ein bisschen dafür gesorgt, dass mehr passiert ist, als nur der Tresor aufgeschweißt war? Nein. Nicht. Also, ich habe gehört oder gelesen, dass einmal hat er den Tresor aufmachen und dann ist das ganze Stock in die Luft. Richtig. Ja, da habe ich mich verschätzt in der Sprengstoffladung. Ja. Und da ist halt nicht der Tresor weg, sondern das ganze Büro. Und ja, das ist ein bisschen schief gelaufen. Und der Tresor war noch zu. Oh ja, yeah. Das ist das Erste, oder? Ja, das war das Schlimmste. Seid ihr in dem Sinn mit euch im Reinen heutzutage? Heute ich bin ich total im Reinen. Ich habe sehr, sehr gute Kollegen. Die kennen mein Leben und die finden ein Lächeln darüber. Das war vor 40 Jahren. Du bist heute der und mit dem kommen wir raus. Und ja, ich bin stolz auf meine Leute, die ich kenne. Nicht unbedingt stolz auf das, was alles passiert Nein. ist, aber stolz, dass die Kurve wieder gefunden hat in ein normales Dasein. Richtig. Auch in Saudi, wo ich für die BBC geschafft habe, das war auch ein riesiges Erlebnis. Ich war als einziger Europäer dort und habe mit Saudis zu tun gehabt. Mit, die haben Algerier Arbeiter gehabt, mit denen konnte ich auch reden, weil die reden Französisch-Arabisch gemischt. Habe ich verstanden, kann mit denen reden. Und die Baustellen sind wunderbar, über die Bühne. Also wenn man einen Maler braucht, der seriös ist, der weiss, wie man alles macht, dann ist der Guido die richtige Adresse. Genau. Und wenn man mit dem Computer nicht mehr zurankommt, ja. Aber vielleicht als Berater für den nächsten Banküberfall würde ich sagen, Nein. diesen Auftrag würde ich ablehnen. Nein, ich bin schon angefragt worden, zum ein Söffel aufmachen. Die sind vor einem Ofen gestanden, also Tresor gestanden. Mhm. Und die haben nicht mehr weiter gewusst. Dann haben sie gesagt, du, ich kenne da einen alten Fuchs. Man läutet den mal an. Dann habe ich gesagt, ja, dann weiter üben. Ich bleibe, ich schlafe weiter. So ist gut. Guido, alles Gute wünsche ich euch. Und ich hoffe, ihr könnt diesen Weg weitergehen und werdet in diesem Sinn auch über Telefonanrufe nicht rückfällig, sondern zeigen, das dass 40 man Jahre, seinen Weg kann finden kann und wieder eine bessere Kurve kann machen kann. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Danke vielmals. Danke schön. So, und jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, ob die Kappe fertig geworden ist. Wow! Super! Anlegen!
Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das war es von unserer Seite. Das NZZ-Format steht jetzt parat. Wer sich für die Kappen interessiert, kann sich bei mir auf dem Facebook melden. Wir verlosen sie. Verlosen. Sie lesen mit mir dann noch eine neue, gell? Schon. Jawohl. Und wir sehen uns in einer Woche wieder mit dem Titel «Es lebe das Leben». So ist unser Motto. Bis dann, lebt gut, habt Sorge und genießt den Moment. Danke vielmals. Ich helfe Herzen, stark zu bleiben. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte